Hallo, mein Name ist Christoph Hein. Ich bin Produktmanager für die elektrischen Fahrzeuge bei Volvo Trucks in Deutschland. So, der eine oder andere fragt sich vielleicht, wo sich der Antriebsmotor versteckt. Ist er unterm Fahrerhaus? Haben wir Radnabenmotoren? Da gibt es verschiedenste Konzepte. Um es am besten zu erklären, gehen wir am besten mal unter das Fahrzeug und gucken uns das mal an. So, jetzt sind wir unterm Fahrzeug. Der einzige Platz, wo man eigentlich den Antriebsmotor mal sehen kann. Hier haben wir einen davon. Über diesen Motor sind noch zwei weitere. Hier haben wir unser Getriebe, unser 12-Gang-Getriebe. Und hinterm Getriebe geht es mit der Kardanwelle Richtung Antriebsachse. Hier an der Seite haben wir jetzt unsere Batteriemodule. Die sind quadratisch, auf jeder Seite drei Stück. Aktuell bieten wir an 5 oder 6 Module. Entsprechend dann 450 oder 540 Kilowattstunden. Das reicht aus, um locker halt auch in einem Rutsch mit einer Zwischenladung von Aschheim bis nach Berlin zu kommen. Die Module haben natürlich ein hohes Gewicht und wir haben beim Fahrzeug ein Mehrgewicht im Vergleich zum Diesel. Deswegen brauchen wir auch ein Stück weit eine Bereifung, die dafür ausgelegt ist. Wir haben hier besonders effiziente Reifen auf dem Fahrzeug und vorne halt einen Reifen, der halt auch die hohen Lasten verträgt, der halt den entsprechenden Lastindex hat, der Reifen 385-55, füllt auch aerodynamisches Fahrerhaus optimal halt aus, ist laufwiderstandsoptimiert, dann halt auch das passende Produkt für ein elektrisches Fahrzeug. Hier auf der Seite haben wir unsere Ladesteckdose, einen CCS2-Stecker, damit können wir das Fahrzeug entweder über AC laden hier oben oder über DC, das ist dann der kombinierte Stecker, über beide Ladeleistungen bis zu 250 kW DC, 43 kW AC, da sind wir sehr, sehr flexibel und damit können wir das Fahrzeug dann halt auch entsprechend in 1 bis 2 Stunden voll aufladen von 0 bis 100 oder mit einer Zwischenladung auch bei einer Stunde so halt aufladen, dass wir halt eine Tagesleistung von 500 Kilometern schaffen. So, gucken wir uns das Fahrzeug nochmal von innen an. Im Prinzip gibt es eigentlich kaum einen Unterschied zu einem konventionellen Dieselfahrzeug. Wir haben die gleichen Bedienelemente, den gleichen Bedienung vom iShift. Wir haben unterschiedliche Fahrmodi, die unterscheiden sich natürlich zum Dieselfahrzeug. Wir haben aber das gleiche Getriebe drin. Die Software ist angepasst auf den elektrischen Antriebsschrank. Das heißt, wir benötigen nur noch so 3 bis 4 Gänge in der Regel bis 40 Tonnen. Ansonsten, was die Bedieneinheit angeht, was die Tachoeinheit angeht, alles bekannte Elemente, die wir halt auch vom Diesel-FH bereits halt kennen. Was bringt die Zukunft? Ganz klar, wir sind davon überzeugt, batterieelektrische Fahrzeuge sind die Zukunft. Sie sind auch heute schon auf der Straße zu finden. Mit steigender Technologie oder Verbesserung der Technologie werden wir natürlich immer mehr und mehr Segmente elektrifizieren. Über die, die wir heute schon halt abbilden können, kommen noch mehr hinzu. Irgendwann wird auch das Brennstoffzellenfahrzeug natürlich mit hinzukommen. Wir gucken aber positiv in die Zukunft und sind gewappnet für alles, was da noch kommt.